Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video werden wir uns die besten Centurions Tore-Jagdspieler anschauen, die wir nehmen können. Lass jetzt schon mal gerne ein Like und Abo da, dass du nichts mehr in Zukunft verpasst. Und es würde mich extrem freuen, weil wir kurz vor den 2000 Abonnenten sind. Also let's go! Kommen wir auch direkt zum ersten Spieler. Nicht viel rumlabern, ich zeige euch die Upgrades, die er bekommt. Bei Level 1 bekommt er jeweils diese Upgrades. Bei Level 2 bekommt er dann diese Upgrades und bei Level 3 sieht er dann so aus. Das ist Chervi, er ist Argentinier und spielt bei Celta Vigo. So sieht seine Karte aus. Er bekommt halt ein Upgrade bei seinen Arbeitsraten und bei seinem schwachen Fuß. Dann hat er eben 4 Sterne Skills, 4 Sterne schwacher Fuß. So sehen seine Werte aus, nachdem er komplett fertig gelevelt ist. Übertrieben gute Karte. Mit Vinicius Junior wahrscheinlich der beste Flügelspieler in der La Liga. Und das sind doch seine Spielstile. Er ist halt ein extrem quirliger Spieler und wird extrem gut im Dribbling sein. Was ist das für eine kranke Karte? Als nächstes haben wir Inmar Gabaro. So sieht sie aus. Sie ist 1,66 groß, bekommt auch die gleichen Upgrades wie Chervi. Und so sehen ihre Werte aus. Was? 98 Abschluss, 91 Tempo, 90 Schuss, Beweglichkeit, Balance ist völlig in Ordnung, weil sie auch sehr klein ist. Stärke, Sprungkraft auch übertrieben gut. Dann hat sie ebenfalls noch diese Spielstile. Sie hat angeschnittener Schuss, Technik, Trivela. Wow, Hilfe, wie gut. Der nächste Spieler ist Hwang. Er spielt bei Wolverhampton, ist Südkoreaner, spielt in der Premier League. Das ebenfalls gleiche ist wie bei Pedro Neto. Er spielt auch bei Wolverhampton, ist aber Spanier. Aber Pedro Neto bekommt man unglaublich schwer. Aber den kann ich euch auch empfehlen. Der ist auch geisteskrank gut. Also meine Empfehlung, entweder Hwang oder Neto nehmen. Er sieht sehr ähnlich aus wie Son. Nur er ist ein bisschen beweglicher wie Son. 4 Sterne Skill, 5 Sterne schwacher Fuß. Diese Stats hier, übertrieben geil. Packt er noch einen Hunter drauf, dann ist er extrem krank. Spielstil hat er auch angeschnittener Schuss und Trivella, also da macht man wirklich nichts falsch. Top-Spieler. Letzter Spieler, den ich euch zeigen möchte, ist Garnacho. So sehen seine Stats aus. 5 Sterne schwacher Fuß bekommt er. So sehen dann seine Werte aus. Er hat halt ein sehr geiles Schuss-Upgrade. Dribbling sieht auch top aus. Tempo ist überragend. Und seine Spielstile sind so geil. Angeschnittener Schuss, Technik, er hat die Rakete, Trivella, Flair. Also alles geile Spielstile für den Flügel. Ich gebe euch jetzt auch nochmal namenswerte Erwähnungen mit, die ihr auch ebenfalls machen könnt. Halt aber nicht in meine Top 4 jetzt geschafft haben. Das ist einmal Kone von West Ham aus der Premier League. Außerdem Bamba aus der La Liga bei Celta Vigo. 2000 Abos ist das Ziel. Liken, abonnieren, haut rein und ciao.